Psychodrama-Gruppentherapie ist ein Interaktionsprozess zwischen den Gruppenpsychotherapeuten und den Teilnehmerinnen. Sie ist ein geschützter Ort, in dem verschiedene Formen von Begegnung und Entwicklung möglich sind. Es ist eine sehr handlungsorientierte Methode, eine sehr aktionsorientierte Methode. Es passiert viel. Wir sitzen nicht nur und reden, sondern wir erarbeiten Dinge gemeinsam. Und das ist nachgewiesenermaßen ein sehr, sehr heilsamer Prozess. Psychodrama-Gruppentherapie ist für mich immer das Mittel der Wahl, wenn es um Gemeinschaft und Vergesellschaftung des Individuums geht. Das Individuum, der Mensch, leidet unter seiner Einsamkeit, unter seiner Verlorenheit, vielleicht auch in einer Beziehungskrise, vielleicht auch, wenn bestimmte Lebensthemen nicht aufgearbeitet sind. Und da kann ihm die Gemeinschaft einer Gruppentherapie sehr behilflich dabei sein. Gruppe hilft vor allem bei Beziehungsschwierigkeiten, hilft vor allem dann, wenn Selbst- und Fremdbild sehr auseinanderklaffen, also wenn die Menschen sich selber anders wahrnehmen, als sie von außen wahrgenommen werden. Oder auch, wenn Menschen sich sozial isoliert fühlen und das Gefühl haben, es gibt nicht viel Unterstützung für mich, keiner versteht mich und ich brauche andere Menschen, die mich fördern und denen ich mich so zeigen kann, wie ich wirklich bin. Der Wirkfaktor einer Gruppe oder wie wirkt Gruppenpsychotherapie ist auf der einen Seite durch das Verständnis der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer bestimmten Problemlage einer Einzelperson, durch die Mitteilung der anderen Teilnehmer, was sie von sich aus, von ihrem persönlichen Erleben auch kennen, was auch wieder Sicherheit gibt, dass man nicht allein ist. Ja, Gruppe ist eben die Urform, in der wir Menschen auf die Welt kommen. Wir kommen eben aus einer Familiengruppe, egal ob sich die zugehörig oder fühlt zueinander oder ob sie die jetzt mag oder sich einander jetzt nicht mögen. Jedenfalls ein Mensch kommt in Gruppe auf die Welt und er hat mehr Unterstützung, wenn er eine wohlwollende Gemeinschaft für seine Themen findet, das in der Einzelsituation möglich, dass in der Einzelsituation vielleicht die Scham bei manchen Themen geringer ist oder vielleicht die Hemmschwelle kleiner, aber die Effizienz ist meiner Meinung nach unstreitbar, die Gruppe. Viele Probleme, die die Menschen, die zu uns kommen, mit sich bringen, sind ja in Gruppen entstanden, entweder in der Familie oder in der Schule und ähnlichen Konstellationen. Und wichtig ist, dass eine Heilung auch wieder in der Gruppe passieren kann, dass die Menschen die Erfahrung machen, Gruppe ist nicht nur was Bedrohliches, wo es Probleme gibt, wo es schwierige Beziehungen gibt, sondern Gruppe kann auch ein geschützter, heilsamer Ort sein, wo es Vertrauen gibt, wo Menschen vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich und wo sich heilsame Prozesse auch wieder entwickeln dürfen. Die Gruppe ist speziell geeignet für sämtliche Themen, die durch Isolation entstehen. Und in unserer Gesellschaft ist die Isolation momentan eine Volkskrankheit. Und die erste Gruppe auch eine Antwort darauf. Das heißt, Angstthemen, Phobien, die ganzen Soziophobien und so weiter, es entsteht ja alles in Angst vor Begegnung und die Gruppe ermöglicht einen Zugang zu diesen Ängsten, das Aufarbeiten dieser Ängste und Änderung dieser Sichtweisen und Verhaltensweisen, wo sich die Leute dann besser fühlen, wieder einkaufen gehen können und solche Dinge, die sie vorher alles nicht gekonnt haben. Der Moreno, der Begründer unserer Therapiemethode, hat ja damals schon erkannt, dass der Mensch ein Sozius ist, also dass er abhängig davon ist, eingebunden zu sein in ein soziales System, in ein Gruppengefüge. Und Gruppentherapie, vor allem Psychodrama-Gruppentherapie, ist für mich da die Methode der Wahl, um Menschen zu helfen, sich eingebunden zu fühlen und sich gegenseitig auch wieder mehr zu unterstützen. Ja, Gruppenpsychotherapie wirkt selten ad hoc, sondern es ist ein Gesamtprozess anzuschauen und es ist, freut mich immer wieder, wie Sie Ihre Spontanitätslage ändern können und dadurch auch einen Zugang finden zu Ihren Lösungsvariablen, die Sie einfach dann dadurch entdecken können und einfach viel gestärkter dann wieder aus dem Gruppenprozess dann irgendwann hinausgehen und sagen, ja, das hat sich ausgezahlt, ich war da.